Also, so sollen wir jetzt hier die Ghostbusters rufen oder so? Who you gonna call? Ghostbusters. Du, 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 Point of Kontrollation. Na, herrlich. Ich laufe. Ach ja, Moment, unser Ellen ist ja relativ fußlahm. Ne, bevor da jetzt irgendwelche komischen Viecher auftauchen, gehe ich hier hoch. Oh, das sieht mir hier nach Arena aus. Ich kann Hobby oder Arbeit. Zahlenmäßig war ich unterlegen. Der Suchscheinwerfer konnte da helfen. Suchscheinwerfer, papalapap. Nein, geh doch da weg, du Hammel! Oh, bisschen schneller. Der mal so weit ist, ne? Ey, du bist... Waffe. Oh, Gegner. Nee, ja. Nevermind. Zahlenmäßig war ich unterlegen. Der Suchscheinwerfer konnte da helfen. Lad nach. Genug. Keinen Schritt weiter. Was? Da kommt ein Auto geflogen. Ey, ich habe einen abgekriegt. Ach du Scheiße. Scheibenkleister. Nicht gut! Ich lauf ja! Also wenn das meine Frau ist, dann Prost Mahlzeit. Dann hat die Frau aber einen verdammt schlechten Tag heute. Warum habe ich den Sprung jetzt nicht geschafft? Versuch Nummer 8793.
fährt so ein Tornado hinter mir her. Ich könnte laufen. Glaubt mir, ich könnte rennen wie ein Weltmeister. Gerade wenn man Todesangst hat. Nein, ich kann nicht zurück. Ach, na schau mal einer gucken. Jetzt hat er es doch geschafft. Hui. Ich glaube, es gibt Regen. Die Autos fliegen heute tief. Schafft er den Sprung noch. 10.000 Fehlversuche und dann kriegt er es hin. Verstehe. Gut gemacht. Ich bin froh, dass ich falsch lag. Aber das Risiko war wahnsinnig hoch. Keine Sorge wegen des Lärms. Wir sind sicher. Ich kümmere mich nun schon seit vielen Jahren um den Heldenraum. Es gibt keine Schatten dort. Die Stromversorgung ist ausfallsicher und alle Glühbirnen sind nummeriert und werden regelmäßig nach Marke und Modell ausgewechselt. Klar. Denkt die Frau gerade, dass ihre Lampe irgendwie so eine Art Baby ist? Er war im Zweiten Weltkrieg im Betrieb. Sie haben auch hier gearbeitet. Sie müssen das hier gebaut haben. Ja, das stimmt. Jetzt gehört er mir. Ich mag die schrullige alte Frau. Ich finde die irgendwie putzig. Nehmen Sie den. Dann muss ich mich nicht mehr um den Raum kümmern, denn 6, 33 und 118 müssen bald ausgetauscht werden. Und ich will nicht die Leiter hochklettern, um sie auszutauschen, denn es ist schon spät und ich bin müde. Und wenn Sie den nehmen, muss ich das nicht mehr tun. Die Frau ist echt ein bisschen durch. Die Seite war autobiografisch, eine Kindheitserinnerung. Aber ich hatte sie nicht geschrieben. Thomas Zane hatte sie verfasst. Ach! Dabei sollten sie doch nicht mehr existieren. Al, 7 Jahre alt, wehrte sich heftig gegen den Schlaf. Wenn er doch einschlief, wachte er schreiend auf, die Albträume noch frisch in Erinnerung. Eines Abends saß seine Mutter an seinem Bett und gab ihm einen alten Lichtschalter, den sie Klicker nannte. Er sollte ein magisches Licht einschalten können, das Monster verjagte. Um dem Talisman mehr Kraft zu verleihen, erzählte sie, dass sie ihn von Alans Vater hätte. Alan hatte ihn nicht gekannt und alles von ihm wurde in seiner Fantasie mystisch. Den Klicker fest umklammert, schlief Alan endlich wie ein Baby. Jetzt, fast 30 Jahre später, dachte Alan daran, als er am Cauldron Lake stand, den Klicker in der Hand. Also ist Alan 37. Und sprang. Meine Gedanken wirbelten. Ich hatte Alice den Klicker gegeben und doch war er hier. Zane hatte ihn herbeigeschrieben in einer von mir verfassten Geschichte. Ich kann jetzt zu ihr. Ich kann es beenden. Wenn du das sagst. Ist das nicht jetzt das Ende Kapitel 4?